Ein extrem wichtiger Punkt, gerade in Verbindung mit einem DSP, ist die richtige Einstellung der Empfindlichkeit, die richtige Wahl der Empfindlichkeit und die Anpassung an den Signalpegel. Wir Entwickler geben uns die größte Mühe, um einen maximalen Dynamikumfang, minimale Nebengeräusche, Background Noise und geringste Verzerrung zu erreichen. Und das wird aber in der Praxis nur umgesetzt, wenn die Eingangsempfindlichkeit zum Signal passt. Warum das so ist, was am DSP-Eingang passiert und warum dieser Punkt so empfindlich ist in der Einstellung, da will ich heute mal drauf eingehen. Mein Name ist Frank Niketta, CTO für Elektronik und DSP bei der Firma Gladden und Mosconi. Zunächst mal zu den drei Begriffen. Was ist überhaupt Dynamic Range, Rauschabstand und Verzerrungen? Dynamic Range ist vereinfacht gesagt der Abstand, das Verhältnis vom leisesten wiederzugebenden Signal, bevor es im Rauschen untergeht, zum maximalen Pegel, zum höchsten Signal. Dieses Verhältnis bezeichnen wir als Dynamikumfang. Der Signalrausspannungsabstand wird gleich nochmal ein bisschen verdeutlicht, wie sich das darstellt. Ist das Verhältnis vom Rauschen, was jede Audiokomponente verursacht, zwangsläufig immer ein Rauschen. Ob hörbar oder nicht, ist mal dahingestellt, aber es gibt keine rauschfreien Komponenten. Und der Abstand vom Rauschsignal zum eigentlichen Nutzsignal zur Musik, das bezeichnen wir als Signal-Rauschabstand bzw. Signal-to-Noise-Ratio. Und die Verzerrungen beschreiben, inwieweit das Signal, was hinten rauskommt, in der Wellenform, in der Signalform, dem Eingangssignal entspricht. Wenn hier also irgendeine Veränderung in der Welle stattfindet, ob das ein Deckel ist durch Clipping oder was auch immer, jede Abweichung des Ausgehenden vom Eingangssignal wird als Verzerrung bezeichnet. Okay, der Begriff DSP steht für digitaler Signalprozessor oder auch digitaler Soundprozessor, wie man will. Auf jeden Fall ist darin digital enthalten. Digital bedeutet, der eigentliche Kern, der rechnende Chip, kann mit unserer Musik gar nichts tun. Der kann nur mit Zahlen jonglieren und ziemlich schnell rechnen. Deswegen steht am Anfang von jedem DSP der ADC, der Analog-Digital-Konverter. Der macht aus unserem analogen Musiksignal ein digitales Signal, was der DSP verarbeiten kann, der DSP-Chip selber. Und das passiert folgendermaßen: Das Signal wird Stück für Stück abgetastet und in einem bestimmten Zeitabstand wird gemessen, wie hoch ist genau zu dieser Zeit die Spannung in meinem Signal. Und so wird das in eine Zahlenfolge zerlegt. Hier in diesem Beispiel die Sinuswelle wird in eine Zahlenfolge zerlegt, die der Spannung des Signals entspricht. So, das Ganze passiert ziemlich schnell. Bei einer CD, wir sprechen von CD-Qualität, wird das mit 44,1 Kilohertz, das heißt, die Abtastung erfolgt 44.100 Mal pro Sekunde. DSPs rechnen in der Regel schneller mit mindestens 48.000 Abtastungen pro Sekunde. Oder sogar noch höher, 96.000 Abtastungen pro Sekunde. Es gibt auch ein paar Exoten, die das noch schneller machen. Und dann gibt es noch die Auflösung, die Anzahl der Bits. Das ist im Prinzip die Spannungshöhe am Signal, wird in eine Binärzahl mit einer bestimmten Anzahl Bits zerlegt. Je höher diese Anzahl ist, umso feiner ist die Auflösung. Das ist bei der CD, ist das 16-Bit. DSPs rechnen in der Regel mit 24-Bit-Signalen. Und ja,
Unterm Strich bedeutet eine Auflösung von 16 Bit, dass der Spannungswert in einen Zahlenraum von 15 Bit passen muss, weil das oberste Bit, und das ist später noch wichtig, das höchste Bit in dieser Binärzahl bestimmt die Polarität. Bei Binärzahlen ist es so, dass jedes Mal, wenn ein weiteres Bit gesetzt wird, sich im Prinzip der Zahlenwert verdoppelt. Eine Verdopplung des Zahlenwerts bedeutet eine Verdopplung der Spannung. Und das wiederum runtergebrochen heißt, jedes Mal, wenn ein Bit mehr gesetzt wird, haben wir eine Erhöhung des Signals um 6 dB festgestellt. So kommen dann auch die bei der CD maximal möglichen 96 dB Dynamikumfang zustande, die gerne angegeben werden. Das heißt einfach, wir haben 15 Bits zur Verfügung, und diese 15 Bits bedeutet 15 mal eine Verdopplung, jeweils 6 dB, dann sind wir bei 96 dB Dynamikumfang. Das Ganze lässt sich auch auf dem Oszilloskop sehr schön darstellen. Ich habe hier mal das Oszilloskop angeschlossen an den Analog-Digital-Wandler, an die Datenleitung, die zum DSP geht. Das ist ein Video, ich werde das gleich starten. Achtet mal hier unten auf den unteren Bereich, das ist das Signal auf der Datenleitung. Und da kann man schön sehen, je höher das Signal ausgesteuert wird, umso lauter die Musik wird, umso mehr Bits werden in Anspruch genommen, um das Signal darzustellen. Okay, man hat es gesehen, je lauter die Musik wurde, umso mehr Bits wurden gesetzt, umso größer wurde der Zahlenwert. Was man aber auch sieht, ist, dass selbst wenn die Musik auf 0 gedreht ist, ganz leise, hier ständig 5, 6, 7 Bits am Flattern sind. Das ist ein 24-Bit-Signal, was hier dargestellt wird, und die untersten 5, 6, 7 Bits, je nach Qualität der Komponenten, ändern permanent. Sind am Flattern. Das ist das Grundrauschen. So, das heißt, unterm Strich von meinen 24 Bit maximalem Dynamikumfang, maximalen Zahlenwert, bleiben mir effektiv nur 15, 16 Bit über, um meine Musik darin darzustellen. Nach oben raus, zu den hohen Zahlen, haben wir einen anderen Effekt. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo die analoge Eingangsspannung, die Kurvenform, die dargestellt werden soll, nicht mehr in den verfügbaren Zahlenraum passt. Und dann gibt es unterschiedliche Verhaltensweisen von Analog-Digital-Konvertern. Die einen verhalten sich mehr oder weniger quasi analog. Das heißt, wenn die maximale Spannung erreicht ist, wird der Zahlenwert einfach nicht weiter erhöht. Das entspricht so ziemlich genau dem analogen Clipping, was man kennt. Wenn das Signal größer ist als die zur Verfügung stehende Spannung, wird der Deckel vom Signal mehr oder weniger abgeschnitten, nicht mehr dargestellt. Das hat zur Folge, dass gerade im Mittelhochtonbereich Informationen verloren gehen, weil die auf das Tieftonsignal über dem Tieftonsignal überlagert sind. Und das verursacht Verzerrungen, hört sich nicht gut an. Die Signalqualität leidet schlagartig. Kritischer ist das Ganze bei Analog-Digital-Konvertern, die ein digitales Clipping-Verhalten haben. Wir erinnern uns am Anfang, das oberste Bit, habe ich gesagt, stellt die Polarität dar. Das heißt, es bestimmt, ob es die positive oder die negative Halbwelle ist. Und bei diesen Analog-Digital-Konvertern passiert Folgendes. Wenn die Signalspannung den Punkt erreicht,
der nicht mehr in die zur Verfügung stehenden 15 oder 23 Bit passt und trotzdem weiter steigt, dann wird das 16. bzw. 24. Bit gesetzt und damit schlagartig die Polarität umgekehrt auf der digitalen Seite. Und damit bekommt unser Signal, unser ursprüngliches Sinussignal, nicht diese relativ harmlose Kappe obendrauf, dieses Clipping-Verhalten. Dadurch bekommt es eine schlagartige Umkehr von positiv nach negativ. Und das ist für die Lautsprechermembrane, die dann ganz am Ende hinten dran hängt, ist das ungefähr so, als wenn ihr mit dem Auto mit 220 km/h auf der Autobahn fahrt und dann knallst den Rückwärtsgang rein und ihr fahrt schlagartig 220 km/h rückwärts. Ihr könnt euch vorstellen, das verursacht heftigste Verzerrungen. Das ist sehr, sehr ungesund für den Lautsprecher und kann gerade Mittelhochtonlautsprecher in sehr, sehr kurzer Zeit zerstören. Dieser Punkt muss also auf jeden Fall verhindert werden. Dazu ein kleiner Satz nebenbei. Wir verwenden bei Mosconi auch Analog-Digital-Konverter, die dieses Verhalten haben. In dem Moment, wo dieser Zahlenwert erreicht wird, wird der Eingang aber komplett stumm geschaltet. Das führt dann im schlimmsten Fall, wenn der Eingang zu hoch ausgesteuert ist, zu einem kurzen Aussetzen in der Musik, aber niemals zu diesem digitalen Clipping-Verhalten, was eure Lautsprecher zerstören kann. Ja, was auf der digitalen Seite passiert, haben wir dann jetzt besprochen. Jetzt gucken wir uns noch die analoge Eingangsseite an, also die andere Seite vom Analog-Digital-Konverter. Und gucken mal, was mit einer analogen Quelle, in dem Fall hier ein Standardradio, passiert, wenn hier die maximale Aussteuerung erreicht wird. Ich lasse das Video mal laufen. Erhöhe die Lautstärke, das ist ein 50 Hertz Sinus. So, das geht auch bis zu einem gewissen Punkt gut und irgendwann ist die maximale Spannung im Radio erreicht. Und dann haben wir genau dieses analoge Clipping-Verhalten, wie wir es auch bei manchen Analog-Digital-Wandlern haben. Die Spannung kann nicht weiter steigen und die Signalspitzen werden abgeschnitten. So, damit ist unser Ziel klar. Wir wollen auf der einen Seite den maximalen Dynamikumfang behalten, das heißt möglichst viele Bits für das Musiksignal nutzen, um eine maximale Dynamik-Performance zu bekommen, um einen maximalen Abstand von den rauschenden Bits zu bekommen. Wir müssen aber auf der anderen Seite verhindern, dass die Zahlenwerte überlaufen, die Spannung überschwappt über die Signalspitzen drüber und das Ganze damit anfängt zu klippen, ob auf analoger oder digitaler Seite, sei mal dahingestellt, auf jeden Fall auf der digitalen Seite müssen wir auf jeden Fall verhindern, dass es klippt und wir wollen gleichzeitig den maximalen Zahlenwert ausnutzen. Das heißt, wir müssen die 0 dB, die 23 gesetzten Bits, die sich etwa hier befinden, übereinbringen mit der maximalen Spannung, die unsere Quelle produzieren kann. Dann haben wir genau dieses Ziel erreicht. Wir haben die analoge und die digitalen Clipping-Grenzen übereinander gelegt und nutzen so die maximale Audio-Performance unseres DSPs. Das Ziel zu erreichen ist bei Mosconi DSPs sehr, sehr einfach. Ich habe hier mal ein Radio angeschlossen, lasse Musik laufen, habe den Pegel am Radio auf Anschlag aufgedreht, Maximum, denn ich will ja irgendwo die maximale Spannung, egal ob es klippt oder nicht, ist mir jetzt in diesem Moment mal egal. Die maximale Spannung, die das Radio schickt, will ich ermitteln. Ich habe alle Ausgänge stumm geschaltet, damit meine Lautsprecher nicht keinen Schaden nehmen. Und jetzt kann ich mir im DSP-Monitor
angucken, inwieweit dieser Eingang ausgepegelt ist. Der steht also jetzt aktuell hier noch bei minus 20, minus 21 dB. Das heißt, geteilt durch 6, hier sind schon mal 3 Bits nicht gesetzt, was entspricht, ich verschenke diese 20 dB Dynamikumfang, verschenke ich. So, jetzt nehme ich ganz einfach mein Eingangspoti am DSP und drehe das so weit auf. Immer der Maximalwert wird gespeichert und angezeigt. Das heißt, selbst wenn nur ein kurzer Impuls dabei war, der diese Spitzenspannung erreicht, dann wird mir das angezeigt. So, jetzt habe ich mein Poti so eingestellt, dass hier meine maximale Aussteuerung bei minus 2, minus 3 dB ist. Das heißt, von den 107 dB Dynamikumfang, die angegeben sind, nutze ich in dem Fall 104 dB, was mehr als ausreichend ist. Ich habe noch ein kleines bisschen Headroom gelassen. Wir können theoretisch bis 0 dB gehen mit der Aussteuerung. Wenn das Radio das hergibt, hier gibt das Radio nicht mal die maximale Aussteuerung her. Bis 0 dB können wir gehen. Was auf keinen Fall passieren darf, ist, dass es über die 0 dB hinausgeht. Das wird in der GUI angezeigt mit einem doppelten Minuszeichen. Dann haben wir hier minus minus 1 oder minus minus 2 dB stehen. Das heißt, der Clipping-Punkt ist überschritten und wir sind mitten im digitalen Clipping. Das darf nicht passieren. Nur diese Einstellung kann gemacht werden mit Musik, mit einer gut ausgesteuerten CD, mit unserem Sinus Sweep, mit dem 0 dB im Laufwerk oder auf dem USB-Stick. Ja, das ist das Geheimnis, wie der Eingang so optimal eingestellt wird, dass Dynamikumfang, Signal to Noise und Verzerrung gering bleiben. So, der Vollständigkeit halber, die gleichen Aussteuerungsanzeigen haben wir auch am Ausgang des DSPs. Das heißt, wenn wir einen voll ausgesteuerten Eingang haben, jetzt kann es ja passieren, dass wir im Equalizer vielleicht das eine oder andere Band anheben müssen. Dann kann es ja theoretisch passieren, dass der Ausgang weiter ausgesteuert ist als der Eingang. Das ist DSP intern überhaupt kein Problem, denn wir arbeiten eingangsseitig und ausgangsseitig jeweils mit den 24 Bit. DSP intern der Signalpfad ist aber 32 Bit. Das heißt, wir haben da noch 96 dB Dynamikumfang als Headroom für die Berechnungen. Was entscheidend ist, dass am Ausgang auch die 0 dB nicht überschritten werden. 0 dB ist Vollaussteuerung, bis dahin ist alles sauber. Wenn es darüber hinausgeht, dann fängt der Ausgang an zu klippen, was im Prinzip wieder das gleiche Fehlverhalten hat wie beim Eingang. Wenn das der Fall ist, dann DSP intern die Level etwas runternehmen, bis ich unter den 0 dB bleibe und dann idealerweise den eigentlichen Pegel des Ganzen mit den Gain-Potis an der Endstufe so weit reduzieren, dass mein Maximalpegel erreicht wird.